Servus Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut700 und heute gibt es eine neue Folge von Need for Speed Payback mit am Start wieder unser schöner Nissan GTR Witzberg. Und das Video ist jetzt das erste Video mit der wirklichen Vollversion vom Spiel. Und ja, werden wir schauen, was jetzt so hergibt in das Spiel. Also wir haben dann gleich mal eine Mission gekriegt. Wir müssen uns mit Gambler treffen. Vor irgendeinem Casino oder so. Und ja, auf die Driftrennen bin ich auch schon gespannt. Halt auf die... Der geht nicht so richtig quer, das Auto. Auf die Driftzonen, was wir ja auch haben. Und da haben wir eben neue Händler, Track-Händler, das ist der Drift-Händler. Das sind die Speed Traps, da haben wir dabei nur die. Ich weiß nicht, ob wann wir die Driftsachen kriegen. Vielleicht müssen wir mit einem Driftauto fahren. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und das Coole ist auch, dass wir diese Sachen, also Highway-Überfall kann man eben nochmal machen. Und so weiter halt. Also finde ich eigentlich relativ lässig, muss ich sagen. Ja. Dass man diese Sachen alle öfters machen kann und nicht nur einmal und das war's. Gut, dann fahren wir mal gleich hin. Ah, das Stolz schaut schon geil aus. So oft war ich gar nicht noch. Und dann werden wir sie wahrscheinlich, ja, wobei wir werden sie mal treffen und werden wir einmal schauen, was passiert. Hätte ich gesagt. Hey, ich wollte dich gerade... Tyler, der Konvoi-Job war übrigens gute Arbeit. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich? Es ist unmöglich. Ich bin so beeindruckt, dass es mich inspiriert, eine Menge Geld auf euch zu setzen. Nice! Deine Crew hat das Zeug dazu, die Drift- und Drag-Rennen der Stadt zu beherrschen. Das heißt Shift, Lock und Riot Club. Besiegt ihre Bosse und ihr kommt dem Rush einen Schritt näher. Denkst du, ihr könntet das für mich tun? Oh, und sag deiner Freundin Jessica, jemand, den ich kenne, hat einen Job für sie. Eine VIP-Abholung. Ich schicke die Details, okay? Naja, sowas haben wir bisher noch. Guter Junge, war nett. Wieso war es jetzt auf einmal so laut? Immer lässt. Klar, Leute, wir knöpfen uns den Riot Club und Shift Lock vor. Das heißt, ich brauche einen Dragster. Gib Bescheid, wenn du einen hast. Stimme ihn an. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Ich kümmere mich selbst um meinen Wagen. Danke. Es wird Zeit für ein paar Trips. Oh, Jess, der Gambler sagt dir was von einem Job für dich. Du müsstest die Info schon haben. Wirklich? Interessant. So, gut. Wir werden sie jetzt einmal Drag in die Hand. Weil da haben wir ja unseren Ford Mustang schon getuned. Schauen wir, ob der was herreißt da. So. Wagen wechseln auf. Schauen wir mal, Mustang. Ja, das ist schon ein ordentliches Dominanzauto. Schauen wir mal, ob man mit dem irgendwas reißt. Rav, bitte, tu nicht so, als wäre das mein erstes Rennen. Drag ist was anderes. Ich kenne viele Spitzenracer, die schon in den ersten Läufen zu viel wollten und überdreht haben. Wenn du so besorgt bist, wieso kommst du dann nicht zum Rennen und gibst mir Tipps? Ich passe. Letztes Mal, als du mich hier weggelockt hast, musste ich genäht werden. Verstehe. Gut. Selbst wenn du keinen optimalen Start erwischst, kannst du immer noch aufholen, indem du perfekt schaltest. Alles klar. Ja, perfekt, Schalt. Beim Drag zählt vor allem das Auto. Du kannst der beste Fahrer der Welt sein, aber ohne richtige Hardware bist du chancenlos. Wenn du also ständig verlierst, wird es Zeit für ein Upgrade. Und da kommst du ins Spiel, Rav. Wir bringen die Kiste schon zum Schnurren. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir das zusammen... Ah. Also so, das Handling ist ein bisschen kacke. Nicht so wirkliches Wahre. So ist Handling. Das Ende ist schon Fugas. Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass das so extrem ist, aber
Mit dem um Kurven fahren, das ist eine Sache der eigenen. Ich versuche sie zu beherzigen. Gut, dann werden wir einmal schauen. Wenn man in Silver Rock fährt, ist jede Viertelmeile ein Kampf. Wir setzen vom Burnout bis ins Ziel alles aufs Spiel. Ich bin Big Sister und das hier ist der Riot Club. Oh, nice. Aber wieso ist das alles so laut? Ich habe ja nichts versteht. Oder dass ich das automatisch versteht. Alter, das ist ja unfair mit so einem Auto. Du fährst einen Dragster, gehörst aber nicht zu uns. Wer bist du? Du könntest ein Hausspion sein, der meine Crew unterwandern will. Ich heiße Morgan. Du bist Tyler Morgan? Du kannst mich Big Sister nennen. Was will das Haus von euch? Du stellst wirklich gefährliche Fragen, Morgan. Beweis mir, dass du das Zeug hast, mit dem Riot Club zu fahren. Dann reden wir. Ja, Oma. Wir haben immer das Zeug dazu. Erreiche eine Willi da von 2 Sekunden. Ich weiß nicht, ob wir einen Willi fahren können. Wir leben nach den Drag-Regeln. Wenn du sie brichst, mach ich dich fertig. Ja, machen wir ja, wieder einen Burnout? Bitte. Ist, Zweck einen manuell Schuss. Okay. Weiter. Geh. Gib okay, gut. Das ist ja leicht, erst. Aber wir haben keinen Willi zusammengebracht. Leider. Habe ich nicht gewusst, ob wir einen Willi schaffen mit unserem Auto. Anscheinend nicht. Wobei vielleicht, wenn ich perfekt, wirklich perfekt starte, vielleicht schaffen wir ihn. Ich muss jetzt schauen. Also wirklich ganz genau. Ein Sieg noch, dann okay, war's ja. Das. Okay, gut. Wow! Achso, da ist es zuerst. Ich denke mir gerade so, oh shit. Echt stark. Gut, passt. Dann haben wir insgesamt gewonnen. Ja, das ist der Teil, Willi Gesamtteuer. Leider fährt er noch kein Willi. So, komm und Nitro, nice. Ja, das werden wir gleich bauen, oder? Ja, bauen wir ein. Mehr PS. Oh. So viele Missionen gibt's da. Nicht schlecht. Also, Big Sister, hm? Cooler Name. Er erinnert die Crew daran, dass ich in dieser Familie das Sagen habe. So, jetzt werden wir aber schauen, Lieferungen. Da habe ich nämlich auch neu erhalten. Ne? Basis und Premium, habe ich. Nice. Okay. Und eine Premium. Schauen wir mal. Bitte. Was Geld? Geld, Glocke, Teile docken, türkises Neon. Gut. Das war's. Außerdem legt man sich nicht unter seinem richtigen Namen mit dem Haus an. Dem Haus? Yep. Wir sind auf dem Weg in den Casino-Bezirk, um ihm zu zeigen, dass sich der Riot Club niemandem beugt. Bist du dabei? Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde da. So, dann fahren wir... Das Handling ist so kacke, das ist nur zum gerade ausfahren, das Auto. Fahren wir gleich das nächste Track-Rennen. Nein, ich kann keinen Willi fahren. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Wäre jetzt zwar schön, aber... Also, Backsister, was hat dir das Haus getan? Gewinn erstmal, dann reden wir. Wenn ihr jetzt einen Willi schafft, dann zuck aus.
Nice, gewonnen wieder. Fährt zwar ein Willi, aber schafft's nicht. Schafft's einfach nicht. Gewonnen. Das frage ich mir sowieso, wie der einen Willi fahren kann. Wie fährt man einen Willi? Das muss ich mir nachschauen. William? Pff, wie man einen Willi fährt, das ist wirklich interessant. Ich glaube aber jetzt hätte er einen Willi geschafft. Ha? Ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Willi gewesen war. Ich muss da noch mal aufpassen. Vielleicht schaffe ich es auch. Indem du ausschließlich perfekte Schalt. Weil da nur perfekte Sachen habe ich jetzt ausgeführt. Wahnsinn. Nehmen wir die mittlere. Oh, Block. Ja, da haben wir auch einen besseren erst. Brauchen wir. Passt, zweite Mission. Das Track, das geht ja urschnell zum Durchspielen. Das ist schon mal eine gescheite Sache. Vor allem, das ist alles dort. Ein Deal ist ein Deal-Teiler. Folgendes ist passiert. Das Haus hat mich gefragt, ob meine Crew mithelfen will, Rennen zu manipulieren. Kommt mir bekannt vor. Glaube ich. Ich habe dich beim Boomville-Rennen gesehen und dein Kampfgeist hat mich inspiriert. Ich sagte dem Haus, ich kann mich mal. Weil das bei mir ja so toll funktioniert hat. Ja, für uns ist es ähnlich gelaufen. Die Lage ist schwierig. Red weiter. Nach dem nächsten Rennen vielleicht. Wir sehen uns. Passt. Also, sie sind auch gegen das Haus, haben wir gerade erfahren. Ah, ruhig nicht so weit. Bremsen brauchen wir auch bessere. Der ruht da weiter. Rahmen kann... Ja, das ist leicht. Das ist leicht. Drags sind nicht alles. Mal sehen, wie du dich in einem Sprint um die Stadt schlägst. Stelle ich mir mein Leben wirklich so vor? Ist das alles, was ich bin? Ein Racer, der Rennen fährt? Na, was bin ich zusammengefahren? Na! Aber es sind eh 5 Kilometer, also. Der rammt mich und ich. Du Scheiße. Rammt er mich weg und ich schaff die Mission nicht. So ein Kacker. So ein richtiger Kackhaufen. Komm. Jawohl! Vollgas! Wo ist denn der daherkommen auf einmal? Das Rennen ist fast vorbei. Ich muss was tun. Jawohl! Komm, jetzt haben wir das durch. Nitro lohnt dir auf. Und... Na! Du! Na! Na! Ich wollte gerade Nitro geben. Na! Na! Überspringen, überspringen.
Na! Warum? Alter, da gibt er nicht. Ma! Ich muss eindeutig zurückschauen. Diese Wette nehmen wir trotzdem an, weil vielleicht schaffen sie ja. Vielleicht schaffen sie ja, wenn ich mich nicht verschalte. Alter, na! Auf den letzten Meter, Alter, steckt da eine Silvia. Na dann mal los. Erst! Das ist unglaublich erst. Ich stich immer in Schwung ab in der Kurve. Aber es ist trotzdem ein unfaires Rennen. Alter. Wow! Ah! Das Auto hat so eine schlechte Kurvenlage, das ist unglaublich. Alter, was hat denn der in sein Auto drinnen? Direkt vor dem Ziel. Nice! Jetzt hab sie so gemacht. Dachtest du etwa, du hättest eine Chance? Gut. Gerade noch einmal. Das war schon knapp. Auf dem letzten Meter. Nitro. Auspuff 2. Mhm. Das bauen wir ein, oder? Wer braucht Bremsen? Nur PS zählen bei einem Drag Monster. Nur PS. Was geht? So, jetzt suchen wir einen Zweiter, was zum Reden hat. Also, beim letzten Mal meintest du, die Lage sei schwierig. Immer wenn wir gegen das Haus vorgehen, ist die Polizei vor Ort. Soll das heißen, das Haus besticht die Cops? Erschütternd, was? Das ist nicht mehr unsere Stadt. Niemand ist mehr stark genug, um sich zu wehren. Das ist nicht mein Problem. Mir geht's um Navarro. Na dann, bis zum nächsten Rennen. Was anderes interessiert dich ja nicht. Gut, passt. Dann fahren wir weiter. Willi da. Wir schaffen keinen Willi. Glaube ich halt. Ich meine, ich würde es nochmal... 3:0 für mich, Big Sister. Machen wir ein 4:0 draus? Laber nicht, gewinn erstmal. Ich gehe immer vom Gas runter. Nice! Obenrum ist ja bombenmäßig mein Auto. Gewonnen! Ja, bis Nachricht, der hat sogar einen stärkeren. Stärkere Stufen. Aber obenrum, da geht er wirklich bombenmäßig. Ja, müssen wir schauen. Okay, konzentriert. Jetzt muss ich draufbleiben am Gas. Und jetzt irgendwie da vorbei. Das ist unglaublich, das Auto geht nicht umrum.
Das andere. Schau, der wieder verliert. Der verliert. Passt. Zwei Läufe, na glaube ich, ja. Zwei Läufe, na. Dann haben wir auch gewonnen. Das ist die Chance. Ciao und ich zieh vorbei. Das ist unglaublich. Was hat der für Kack gehabt, der Herr? Zwar jetzt nicht mehr so viel. Ja, wobei, ja fix, jetzt habe ich schon gewonnen. Nice! 24 Sekunden. Nicht schlecht. Ein Auspuff. Ja, den bauen wir auf alle Fälle ein. Passt. Vorletzte Mission. Dann haben wir alle Track Rennen abgeschlossen. Alles klar, weiter geht's. So. Nein, die Cops haben meine Crew im Visier. Wir müssen uns eine Weile bedeckt halten. Ach komm, lass mich nicht hängen, Big Sister. Na schön. Wir können vielleicht nicht raus, aber ich habe trotzdem eine Herausforderung für dich. Dein nächstes Rennen fährst du gegen die Uhr. Okay, passt. Dann fahren wir halt gegen die Uhr. Wo ist denn das Problem, bitte? Wow. Das habe ich nicht mehr im Griff gehabt. So, erreiche eine Geschwindigkeit von 210. Das ist möglich mit dem Auto. Dich erwartet die Trainingsstrecke des Riot Club. Verdammt! Also ich fahre ein... Na, was fahre ich für Kacke zusammen? Erst, das muss ich neu starten, tut mir leid. 210, das schaffen wir. Das geht sich aus. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Wir müssen nur alle Kurven erwischen. Dann geht das schon. Auf der Trainingsstrecke. Ja, das ist sie nicht ausgegangen mit 210. Erst na, wo sind... Jetzt aber. Ah, das Auto geht nicht um die Kurven.
Aber die Zeitrennen, die sind super irgendwie. Daisy ist auch ein ordentlicher Sprung gewesen. Wow. Da am Shoulder kannst du komplett schmeißen. Passt. Abgeschlossen. Ich pack's nicht. Sogar noch den Autolock haben wir geschlagen. Nehmen wir wieder mal das mittlere. Oh, 6 Auspuff! Einbauen, einbauen, unbedingt einbauen. Passt. Und jetzt kommen wir zum Grande Finale. Was hat's wieder zu melden? Geht's dir immer noch nur um Rache? Meine Crew und ich kämpfen für etwas. Das Haus macht auf uns Racer ein Spielzeug, auf das reiche Leute wetten können. Wärst du ein echter Kämpfer, würdest du was dagegen tun? Mir geht's um Navarro, nicht um die Rettung der Stadt. Ich bin doch nicht verrückt. Doch, und ich werde es beweisen. An die nächste Strecke traut sich meine Crew nicht dran. Zurück kann. Aber ich wette, du schon. Fahr gegen mich. So, eine Basislieferung haben wir auch gekriegt, die muss ich dann noch dem ganzen Schlamassel aufmachen. So. Ich bin gespannt, was wir jetzt fahren. Ob wir Drag fahren, wie sie. Zu weit, warum? Oder ob wir so ein Rennen fahren. So. Ah, okay, gut. Also wir fahren ein Dreckirennen normal. Ist ein unebener Hang in einem Wohngebiet? Die Typen sind irre. Keine Chance erst. Die Missy. Oh, leicht. Bis nach 180er Leistungsindex. Alter Schwede. Und ich gewinne trotzdem. Wie geil ist das? Oh, da steht der böse Mustang. Da steht er. Alles klar, ich bin bereit. Unser großer Bruder. Ich hebe mir jetzt einmal das Nitro bis zum Schluss auf. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Jetzt aber! Scheiße, jetzt schaffen wir es nicht. Oder doch? Wir schaffen es doch! Puh, aber das mache ich nie wieder. Nitro aufheben bis zum Schluss. Das geht nicht gut. Einmal müssen wir noch wieder, da haben wir es gewonnen. Dann haben wir alles dominiert, dominiert, dominiert. Ich werde dich verlieren, niemals. Das wäre dann geschafft. Nice! Wow. Da verreißt das Auto ganz schön, wenn du springst. Gewonnen! Alles gewonnen! Bis narisch 1 Sekunde, 2 Sekunden fast überblieben. Ich hab's noch drauf. 23,50! Nice! Nehmen wir mal die linke wieder. Ein 3er-Auspuff. Hm. Den müssen wir leider verkaufen, glaube ich. Tut mir echt leid. Nice! Wir haben es gewonnen, gewonnen, gewonnen. Die Liga haben wir. Oh, 150Z. Ich meine, wir haben ja schon in der Garage, aber trotzdem. Oh, 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 oh. Ich habe schon unser nächstes Auto im Visier. Wobei, das ist auch geil.
Ein 9 und 3. Hm, das ist die Frage. Oh, ah, jo, wir haben ja... Hab ich doch gesagt. Du bist genauso irre wie wir. Ich geb's nicht gern zu, Big Sister, aber du hast... Achso, Lieferungen müssen wir auch noch machen. Eine Basis haben wir. Premium haben wir nichts. Vielleicht recht. Du hast Fans, Tyler. Was du tust, Mann, könnte hier wirklich etwas verändern. Schon klar, es geht wohl tatsächlich um mehr als Navarro und meine Crew. Ob's mir gefällt oder nicht. Die Stadt braucht dich, Tyler. Tu, wozu wir anderen nicht den Mut haben, und du wirst sehen. Wir alle werden dir folgen. Holen wir uns die Stadt zurück, Tyler. Ja, werden wir zurückholen. Und ihr gesagt, damit wäre es das gewesen mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert unseren Channel, dass keine neuen Videos mehr von uns verpasst. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!